Recht herzlich willkommen zur 169. Folge von City Skylines. Ja, wir sind wieder drin im Spiel. Wir waren zuletzt mit der Eisenbahn unterwegs. Lass uns mal gerade ins Budgetfenster gehen. Das war hier. 6000 Mieser. Ja, und da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten und das gucken wir uns jetzt mal an. Hier waren die Züge. So, und wir gucken mal in die Linie. 220 warten da, 43 da. Wer ist das? Das ist ein Bahnhof, der dort oben sich befindet. Und diese... Ist das der jetzt? Ja. Das lohnt sich mit dem Zug da gar nicht hinzufahren, in meinen Augen, ne? Das ist ein teurer Luxus, den wir da haben. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir das mal da ausschalten. Das machen wir weg. Und dann gehen wir nochmal in die Linie. Die fliegt da auch weg. So. Hier braucht kein Zug mehr hinfahren, weil das lohnt nicht. So, jetzt weiter gucken. Jetzt nochmal richtig drehen. Ich glaube so rum. Ne? Ja, passt das. Gut, hier ist unser Hauptbahnhof sozusagen. Der ist ziemlich zentral. Den lassen wir mal stehen. Und haben jetzt noch... Der ist jetzt gerade vorbei. Da sind noch 52. Wo ist dieser Zug? Oder Bahnhof? Wir transportieren hier Leute durch die Gegend. Ich glaube, das ist hier... Genau das gleiche wie bei dem anderen auch. Das können wir uns nicht leisten, deswegen schalten wir die jetzt aus. Die sind einfach zu teuer. Wenn wir eine intakte Stadt haben, dann geht das, aber so leisten können wir uns das jetzt nicht. Was ist das hier? Güterbahnhof. Die haben ja auch keine Einnahmen, ne? Also, zack, auch aus. Wo ist jetzt der Personenzug? Der muss hier irgendwo sein, oder? War der das? Ja, der ist schon aus. Hier war doch auch noch einer, ne? Der. Zack, aus. Und der auch aus. So, und dann haben wir hier noch einen. Aus. Und den. Wenn wir den jetzt ausmachen, dann kommen... Aber das sind hier 162 die Woche. Na, den lassen wir erstmal laufen. Machen wir ins Budgetfenster gucken. Wie sieht das aus? 4446. Das fällt aber noch, ne? Lassen wir gerade nochmal die beiden Linien löschen. Sowieso nur noch eine. Weg. Ja. Fertig. So, alle, die orange sind, sind noch aktiv. Da ist noch einer. Wenn man hier wenigstens sehen könnte, wie viel die bringen, ne? Aber. Ja, da kommt jetzt ein Güterzug. Die fahren jetzt hier landwirtschaftliche Güter raus, weil das sind Traktoren. Aber. Da ist nichts mehr dran. Das ist erledigt. Dann hier gucken. 314 bringen die. Und 3000 kosten die. Also 482, 500. Wer ist jetzt noch aktiv? Nur noch der. Und der. Sind deaktiviert. Ah, hier ist auch noch einer. Aber das lohnt nicht. Wir bekommen hier so rein, gar keine. Das ist ein Güterbahnhof, oder? Oder Personen? Ne, das ist der Personenbahnhof.
Den können wir sowieso abschalten, weil wir keine Linie mehr machen. Und der Güterbahnhof war das, den haben wir schon abgeschaltet. So, das ist aus. Jetzt ist nur der Hauptbahnhof an für Personen und dieser Güterbahnhof. So. Budgetfenster. 298. So, wenn ich den jetzt deaktiviere. Haben wir hier noch die 298 stehen. Einnahmen. Und die sind nicht durch die Passagiere, die anderen da, sondern das ist durch Güter jetzt tatsächlich, durch den einen Bahnhof. Und das ist der hier oben, wo ist er? Dieser, der ist noch aktiv. Also der bringt uns zurzeit 298 Taler, kostet uns aber 720 Minimum. Aber hier steht 2541, ne? Jetzt ist auch nur noch hier 150, also zack. Wollen wir nicht drüber reden, aus. Und gucken, ob es dann auf 0 geht, ne? Das Budgetfenster hier. Ja, Einnahmen haben wir jetzt keine dadurch mehr und dieses viele Geld sollte jetzt weggehen. So, beim Chippen haben wir auch keine Einnahmen und da sieht es ja ähnlich aus. Das heißt, diese Güter subventionieren wir nicht mehr. Die machen wir auch aus, weil bringt es uns ja nicht. Hier drüben war auch noch einer, ne? Genau. Zack, aus. Jetzt haben wir hier 25.000 und sollte mehr werden. Der ist jetzt aus, ne? Ja. Und der hier, wo war? War hier nicht irgendwo? Ja, da. Den haben wir auch ausgemacht. Gut. So, Zugverkehr können wir uns nicht mehr leisten. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Blaues machen und ein bisschen Grünes. Da geht nicht mehr. So, das haben wir dann gleich. Das lassen wir offen. Gut, blau ist immer noch verlangt. Sehr interessant. Da noch ein bisschen. Die gehen auch. Und da nicht mehr machen. Hier brauchen wir dunkelblau. Hier gibt es noch blaue. Das, das. So. Machen wir da noch ein paar blaue hin. Und jetzt sind die blauen schon zufrieden. Jetzt ergänzen wir noch die grünen ein bisschen. Ja. Die machen wir weg, die machen wir hin. So, jetzt haben wir auch genug blaue, grüne. Obwohl, da leuchtet immer noch was auf. Dunkelgrün. Mal hier noch was. Passt. So, jetzt können noch Leute kommen. 61.165 haben wir da. Läuft, ne? Geld. 36.000 gerade. Oh, wir müssen noch mehr Wohnraum schaffen.
Die Leute wollen noch mehr wohnen. Läuft. Na, dann machen wir nichts mehr. Da noch vielleicht, ja. Und ein bisschen kleines Grünes noch hier hin. So, jetzt ist grün aber genug. Ein bisschen blaues noch verlangt. Machen wir ein großes blaues. Hier nicht. Ne, machen wir hier noch ein bisschen kleines blaues hin, ne? So. Ach, das vielleicht auch nicht. Ach, egal, mach. So, blau ist weg, aber können hier noch ein bisschen. Das bleibt frei für Straße. Hier haben wir noch was. Ne, das machen wir dunkelblau. Und den machen wir hellblau. Gut. Ne, das ist nur ein. Fährt, obwohl die könnte auch da sein, ne? Mach da noch dunkelblau hin. Ja, mach da zu. So, letzte Balken fällt jetzt gleich weg, oder? So. Sieht schick aus. Ne, den wollen wir nicht machen. Oder? Doch, den können wir machen. Hier machen wir eine Einfahrt mal irgendwann hin. Oder da. So, die kommen alle noch immer dazu. Jetzt 61,1. 31, 32. Wir sind schon unter 22 Millionen mit dem Geld. Das geht schon. Ja, zurzeit ist aber hier unten jetzt alles nicht mehr so stark verlangt. So, Budgetfenster auf und da weiter gucken, oder? Warum ist beim Zug jetzt noch was an Geld am Fließen? Haben wir da irgendwie noch einen Bahnhof irgendwo am Laufen? Ist doch alles deaktiviert, oder? Ist der Rest an Schiene, die das uns kostet? Könnte natürlich sein, ne? Das bringt dann gar nichts, ne? Also die Häfen, die sind jetzt, glaube ich, kostenlos, ne? Also kostenfrei. Kostenlos nicht, kostenfrei, ja. Und das sind noch 1700 Kosten, die wir haben. Wahrscheinlich Unterhalt, Zuganbindung, ne? Hier so teure Tunnels gebaut und so, ne? Können wir, glaube ich, jetzt schlecht ändern. So, das ist ja alles gut, weil die Plus machen, bis auf die Busse hier, aber das ist immer so eine Nullnummer um die Ecke, ne? Hier Taxis, das ist, geht ja auch gar nicht, ne? Immer teure Taxistände, ne? Macht das. Wo sind die? Die fliegen dann auch weg, oder? Das waren so mintgrüne, oder? Hier so wie da. Taxistand. Kostet 8 die Woche. Taxi in der Warteschlange 0 von 5. Aber wenn dann 0 von 5 in Warteschlange ist, das bedeutet doch, dass dann alle unterwegs sind, oder? Verstehe ich das richtig? Ich sehe jetzt hier aber auch kein Taxi dann. Wie kriegt man das raus? Gar nicht? Den haben wir erstmal rausgenommen, ne? Jetzt gucken wir weiter.
ist keiner. Da ist einer. Was sagt der? Taxis in Warteschlange, 0 von 5. Also die müssen wohl alle unterwegs sein, aber irgendwie nicht rentabel, ne? Mai auch aus. Kein Problem mit. Jetzt haben wir Budgetfenster. Oh, jetzt nehmen sie hier 106 Euro ein, oder was? 60. Profit. Miese. Weitersuchen. Da ist noch einer. Auch keiner in der Warteschlange. Zack, aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das ist die Frage, ne? Da ist eine Feuerwache. Noch irgendwo ein Taxistand hier in der Nähe. Ja, da. Da der Bahnhof aus ist, brauchen wir da auch keinen Taxistand mehr, ne? Oder? Zack, aus. Was sagt jetzt das Budgetfenster in dem Moment? Einnahmen 12. Weg. Hier ist auch noch ein Bahnhof. Ausmachen. Zu teuer. Lohnt nicht. Taxistand suchen. Ist da einer? Ich glaube, da ist einer, ne? Ja. Aus. So, müssen wir wieder anmachen, ne? Hier ist noch einer. Machen wir auch aus. So, das Budgetfenster jetzt. Es gibt wohl noch welche. Ne, das war falsch. Da wollen wir hin. Da ist auch einer. Ausmachen. Fertig. So. Wo ist der eine Bahnhof? Da ist auch ein Taxistand. Und der geht auch aus. So. 199,50. Ich weiß nicht, wo noch einer ist. Hier unten beim Bahnhof wahrscheinlich, ne? Ah, hier ist auch noch was. Kannst du ausmachen. Und was ist das? Taxidepot. Zack, aus. Nee, da. Jetzt haben wir kein Taxidepot mehr. Hier hinten muss auch noch bestimmt irgendwo eins sein, oder? Nö. Aber da. Da gibt es sogar noch ein Taxidepot. Guck an. Aus. Und aus. Das finde ich sogar cool, wenn es keine Taxis mehr gibt. So, das muss jetzt hier rapide runtergehen, oder? Ja, hier unten haben wir noch 1765. Gibt es denn irgendwo ein Zugdepot? Glaub nicht, ne? Das wäre jetzt das Einzige, was noch kostet. Da können wir jetzt aber auch nicht viel dran ändern, denke ich. Gucken wir mal rein gerade. Hier ist jetzt nix.
Slumbus-Depot, da sehe ich nichts. Ich gehe mal von aus, das war's mit den Taxiständen. Der ist auch aus. Hier gibt's auch keine mehr. Hier bei den Schiffen war auch nichts. Auf dem Berg gibt's auch nichts. Hier hinten noch, da hinten ist noch einer. Hat der sich versteckt, der Himmelhund. Aber der ist jetzt auch aus. So. Jetzt muss das definitiv auf Null gehen. Sieht auch so aus. Und dann lohnt sich das auch, ne, oder? So. Keine Flugzeuge, keine Taxis, keine Schiffe. Züge, keine Ahnung, wo die 1765, kann ich mir nur vorstellen, dass das das Gleisnetz noch ist. U-Bahn macht ein bisschen Profit, manchmal auch nicht. Straßenbahn macht ein bisschen Profit und Busse machen ein kleines negatives Minus. Wäre schön, wenn die sich jetzt hier ein bisschen bekriegen. Ja, insgesamt ist das dann wohl noch ein Plus. Ja, 1664 hier, das wird wahrscheinlich irgendwann auf Null sein. Jo, 1,50 passt. Gut. Die letzten Taxis werden da jetzt noch gerade abkassieren und dann ist es das gewesen, ne? Vielleicht hatten wir auch nur ein Depot zu viel. Hätte ja auch sein können, ne? Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Ja, ein bisschen holen wir hier rein, aber dieses hier ist halt noch da. Ist dann die Frage, wie wir das wegkriegen. Ich gehe von aus, dass wir das aber gar nicht wegkriegen. So. Gut, aber ich würde sagen, für die Folge soll es auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.